Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir sind heute wieder im Subreddit, bin ich das Arschloch unterwegs und ich habe wieder einige neue Posts rausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, gucken, ob die Person das Arschloch ist oder nicht. Kleiner Frosch im Hals und dann geht's auch schon los. Wäre ich das Arschloch, wenn ich meine Haushaltshilfe kündige? Ich lebe mit meinem Freund zusammen. Seit circa 2 Jahren haben wir eine Haushaltshilfe, die bereits vorher bei seinen Eltern jahrelang tätig war. Ich nenne sie im Folgenden Rita, nicht der echte Name. Rita ist schon fast 70, ist aber noch darauf angewiesen, arbeiten zu gehen. Mir macht es im Grunde auch nichts aus, dass sie mehr Zeit zum Saubermachen braucht. Sie ist zwar nicht mehr die gründlichste, aber auch das würde mich nicht stören. Nun das Problem. Sie stellt andauernd Dinge in unserem Haus um, sodass man nichts wiederfindet. Und ständig, zum Beispiel Kopfhörer, suchen muss. Auch meckert sie oft darüber, dass unsere Wohnung nicht wohnlich sei und viel zu wenig dekoriert. Und dass unsere Küche aussieht, als hätte noch nie jemand richtig da gekocht. Ich habe meistens nichts dazu gesagt, war natürlich genervt, aber dachte mir immer, soll sie doch reden, mir gefällt es, wie es ist. Diese Woche hat Rita richtig schlimm über die Familie meines Freundes, wo sie auch beschäftigt ist, gelästert. Wie ihr Klickdesign und dass sie kotzen könnte und. Nachdem ich davon genervt war und nicht darauf eingegangen bin, meinte sie wortwörtlich, du siehst scheiße aus, du hast deinen Strahlen verloren. Das gefällt mir nicht. Lächel mal mehr. Schon mal kritisch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was du meinst. Rita, hast du Stress bei der Arbeit? Dein Gesicht ist so dick geworden. Ich? Nein, ich habe keinen Stress. Rita, schade. Ich muss nicht jedem gefallen. Ich gefalle mir selbst. Das reicht. Rita, mir gefällst du nicht. Ich, das ist mir egal. Und bin gegangen. Ich weiß, ich sollte auf die Worte von ihr nichts geben, aber ich bin noch immer sauer und will diese Person nicht mehr in meiner Wohnung haben. Mein Bruder meint, ich übertreibe. Jetzt bin ich unsicher. Wäre ich das Arschloch, wenn ich ihr eine Kündigung in den Briefkasten werfe? Definitiv nicht das Arschloch. Rita geht einfach zu weit und hat ihre Grenzen komplett nicht im Griff. Also ja, soll sie sich halt einen anderen Arbeitgeber suchen. Pech für sie. Ja, also, ne? Ist halt Pech für Rita. Also, die nicht Rita heißt, aber natürlich Pech für sie. Und nicht für, der ihren Job gibt. Da sollte man eher Dankbarkeit zeigen und nicht so genervt sein. Nicht über die Familie vor allem auch lästern von einem. Ist ja quasi, ne, ist zwar Schwiegereltern, sagt man ja, aber da sollte man trotzdem nicht drüber lästern, wenn die andere Person nicht auch in Lästerlaune ist. Natürlich lästert man manchmal über die Schwiegereltern wahrscheinlich, ne? Aber dann nicht so, oh, die sind eklig, was weiß ich. Kotzen, ja. Kritisch, würde ich nicht empfehlen. So, das nächste. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Katzen nicht in dem winzigen Wintergarten gesperrt habe für die Freundin meines Bruders? Tendenziell erstmal nicht. Letzten Samstag habe ich, 28F, meine Familie, Bruder, Mutter und meine Tante zu mir nach Hause zum Essen eingeladen. Wir treffen uns oft und gerne als Familie zum Essen. Das findet in der Regel bei mir zu Hause statt, weil ich einfach am meisten Platz habe. Am Freitag hat mein Bruder mir geschrieben und mich gefragt, ob er vielleicht seine Freundin mitbringen dürfe. Am besagten Abendessen war sie noch nie dabei, weil es dort wirklich strikt um Familie geht. Dem Part sehe ich in der Tat kritisch. Wenn es strikt um Familie geht, eine Freundin meines Bruders, also ich habe keinen Bruder, aber die würde für mich einfach dazugehören. Ne? Also im Zweifel, wenn man die denn einladen will und wenn da nicht irgendwas vorgefallen ist. Aber weil seine Freundin extra an dem Wochenende zu ihm fährt, in Klammern Fernbeziehung, möchte er sie ungern alleine lassen. Samstagabend standen alle vor der Tür und seine Freundin war total komisch drauf. Hab sie dann gefragt, ob alles in Ordnung ist und sie hat nur auf meine Katzen gezeigt und meinte, ich wisse doch, dass sie allergisch sei. Ja, aber die weiß doch auch, dass er Katzen hat wahrscheinlich. Ich wusste irgendwie nichts davon, dass sie mir das mal erzählt hat. Ich habe mich dann sofort entschuldigt und sie gefragt, was wir machen können, damit sie sich wohlfühlt. Ich wohne im Studio-Apartment, heißt alles auf einer großen Fläche, keine Zimmer. Eigentlich kann man da nichts mehr machen, außer gehen, weil die Katze war eh überall bereits. Selbst wenn man die jetzt irgendwo, da steht ja in der Überschrift Wintergarten, einsperren würde,
würde das rein gar nichts bringen, weil die Katzenhaare einfach überall sein werden. Auch diese feinen Härchen gerade, wogegen die ja, glaube ich, allergisch ist. Die kriegt man auch nicht so einfach weg. Dementsprechend, ja, ist vorbei da eigentlich. Die wusste, er hat Katzen vielleicht. Ich weiß nicht, ob die es wirklich wusste, aber ja, Pech halt, ne? Der Bereich, wo der Esstisch steht, ist aber durch zwei Wände vom Rest der Wohnung abgeteilt. Habe ihr dann angeboten, dass ich irgendwie einen schweren Vorhang aufhänge, um den Raum komplett abzuteilen und dann dort drin die Fenster öffne und nochmal alles gut durchsauge, desinfiziere und so weiter. Ich glaube, das bringt zwar nichts, aber ist eine nette Geste natürlich. Sie meinte dann, das bringt nichts. Ja. Hab dann gefragt, ob es für sie passt, wenn ich die Katzen ins Bad sperre. Etwas unpraktisch, wäre für die Zeit aber voll in Ordnung gegangen, weil mein Bad auch echt groß ist. Und sie meinte, was sei denn, wenn sie mal aufs Klo muss? Ja, Pech halt, ne? Sie hat dann meinen Wintergarten gesehen und gefragt, ob ich die Katzen nicht da reinsperren könnte. Der ist echt klein und kalt, fände ich irgendwie wirklich mies, wenn ich da meine Katzen einfärche. Das sind vielleicht 2 Quadratmeter, ja. Da werden die Katzen keinen glücklichen Tag haben. Sie wurde dann plötzlich total wütend, was genau der Auslöser war, check ich bis heute nicht, und meinte, ich hätte auch einfach sagen können, dass ich sie nicht dabei haben will, und ist dann wütend wieder in den Flur rausgestopft. Mein Bruder ist ihr dann hinterher und meinte noch, was zu mir von wegen, ich sei doch einfach ein Riesenarsch. Ja, Funkstille zwischen mir und meinem Bruder seitdem. Antwortet auf keine Nachrichten und Anrufe. Meine Mutter meinte dann zu mir, er sei echt verdammt wütend auf mich und seine Freundin hätte den ganzen Weg nach Hause geweint. Definitiv eine Überreaktion von der Freundin. Ja. Sie verstehe aber auch nicht genau, wieso. Irgendwie versteht keiner wirklich, wieso. Auch meine Tante nicht und mein Bruder meint nur, ihr wisst, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich einfach dumm, aber ich habe echt keine Ahnung, was denn jetzt genau der Auslöser der Situation war. Ich verstehe, dass die Situation ein bisschen blöd war, aber sie wusste ja auch, dass ich Katzen habe. Da ist der Punkt, Freunde. Die wusste das. Dachte sie wirklich, die sind dann einfach verschwunden, wenn sie kommen? Ich check's nicht. Bin ich das Arschloch, Reddit? Nicht das Arschloch. Sie wusste, dass du Katzen hast. Ich wollte gerade hast mit 2S schreiben. Perfekt. Dementsprechend einfach ihr persönliches Pech. Entweder man nimmt dann Anti-Allergie-Mittel für den Tag oder besucht dich einfach nicht. Die Katze war ja so oder so vorher in den Räumlichkeiten. Da bringt es auch nur wenig, nicht nichts, aber wenig, wenn man dann sauber macht, etc. Feine Katzenhärchen werden trotzdem noch in der Luft schwirren und sie allergische Reaktion haben. Ja, also, bringt gar nichts. Also nicht das Arschloch, aber ja. Was soll man dazu sagen? Na, die wusste das. Hat er ja im letzten Satz sogar gesagt. Sie wusste ja auch, dass ich Katzen habe. Von daher definitiv nicht das Arschloch. Nächster. Bin ich das Arschloch, weil ich Enkel gerne öfters sehen würde? Kommt drauf an, wie man es formuliert. Hallo zusammen, ich habe mich extra hier bei Reddit angemeldet, um mal eine neutrale Meinung einzuholen. Ich wusste, dass es hier solche Threads gibt und rege Diskussionen. Also eigentlich geht es nicht um mich, sondern um meine Mama. Sie ist 63, ist Oma einer 2-jährigen Enkelin aus der Beziehung meines großen Bruders. Sie leidet etwas darunter, weil sie die Kleine meistens nur einmal in der Woche sieht und selten mal alleine. Warum sollten die alleine gesehen werden? Meistens gehen sie, also Mama und Papa, meinen Bruder und Schwiegertochter zu Hause besuchen oder die beiden kommen mit der Kleinen bei meinen Eltern vorbei. Ab und an darf sie die Maus auch alleine betreuen, wenn Schwiegertochter einen Termin hat oder ab und an auch einfach mal so. Allerdings vermuten wir beide, dass die Schwiegertochter ihr Kind eigentlich lieber zur eigenen Mutter geben würde. Aber um Streit mit ihrem Freund, meinem Bruder, zu verhindern, meine Mama fragt, ob sie aufpassen kann bzw. zustimmt, wenn meine Mutter als mal nachfragt, ob sie sie haben könnten. Das Problem ist generell die Schwiegertochter, da sie ihr Kind kaum abgeben möchte. Nein, das Problem ist die Oma, weil die denkt, die Schwiegertochter müsste ihr Kind abgeben.
Die Kleine geht den halben Tag in die Kita, weil Schwiegertochter wieder arbeiten geht halbtags. Meine Mutter wäre gerne viel mehr Oma und würde gerne viel mehr Zeit mit der Kleinen verbringen und sich einbringen und ihre Ratschläge weitergeben. Aber Schwiegertochter blockt ab. Nicht bösartig oder offensichtlich, aber man merkt, dass sie es nicht möchte bzw. ihr vieles nicht passt. Meine Mama hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Sie war schon total traurig, als sie damals aufgrund Corona nicht sofort in die Klinik durfte, als die Kleine geboren wurde, sondern bis zum Tag der Entlassung warten musste. Gott sei Dank hat mein Bruder gleich festgelegt, dass meine Mama die Erste sein darf, die zu Besuch kommt, weil sie es kaum noch ausgehalten hat. Sie hat sich einfach so gefreut und wollte dann auch die Kleine mehrmals die Woche sehen und beim ersten Spaziergang dabei sein, stand mit Rat und Tat beiseite etc. Und dann fing es an, mein Bruder meinte irgendwann, seine Freundin wäre in Tränen ausgebrochen, weil ihr das alles zu viel sei. Mama möge sich doch bitte zurücknehmen. Verstanden hat es keiner. Aber naja, sie darf keine Ratschläge geben. Sie wurde schief angeschaut, weil sie der Schwiegertochter die Kleine nicht sofort zurückgegeben hat, als sie als Baby geweint hat und so weiter. Wir haben einfach das Gefühl, dass die Schwiegertochter meine Mama nicht mehr wirklich leiden kann. Dabei hat sie nie jemandem was getan. Kritisch? Ich weiß auch, dass mein Bruder und seine Freundin wegen diesem Thema schon mehrmals ziemlich gestritten haben, da mein Bruder auf der Seite meiner Mama steht. Wir sind einfach der Meinung, dass die Kleine mit 2 Jahren jetzt auch mal mehr von anderen Familienmitgliedern betreut werden sollte. Jetzt die Frage, ist meine Mama das Arschloch, weil sie ihre Enkelin einfordern möchte? Edit, ich schaffe gar nicht mehr auf die ganzen Kommentare zu antworten. Ja, die war selber scheinbar öfter bei der Oma, etc. Also, ich war auch ständig bei meiner Oma als Kind, weil meine Schwester musste als Kind leider öfters ins Krankenhaus und meine Mutter ist dann halt mitgefahren und mein Vater musste halt arbeiten trotzdem, ne? Der konnte halt nicht einfach zu Hause bleiben. Dementsprechend wäre ich dann halt alleine gewesen. Zu Hause, da war noch nicht mit Kindergarten. Beziehungsweise manchmal war ich auch vor dem Kindergarten da oder nach dem Kindergarten dann. Manchmal auch vor der Schule sogar, als die noch nicht hier nebenan gewohnt haben und so weiter und so fort. Also ich war echt oft bei meiner Oma und bei meinem Opa damals noch, der hat damals noch gelebt. Aber ich weiß auch, meine Mutter wird sehr wahrscheinlich, sollte ich mal Kinder bekommen, sind nicht in Planung und so, aber die wird nie, genauso wenig wie mein Vater, meine Kinder babysitten. Ganz einfach aus dem Grund, meine Mutter ist Raucherin, starke Raucherin. Die Frau meines Vaters ist noch stärkere Raucherin, obwohl sie, Also die sind beide sehr starke Raucherinnen und ich hätte es ungerne, dass mein Kind in einem Raucherhaushalt sich länger als nötig aufhält. Dementsprechend, wir würden zu Besuch kommen, aber dann halt auch wieder gehen abends. Und nicht irgendwie das Kind da babysitten lassen, alleine lassen, was weiß ich, auch darauf achten natürlich, dass die dann möglichst nicht raucht in der Zeit. Aber das ist ja trotzdem in der Luft, der Rauch und so. Ne? Das geht ja nicht mal eben so weg, wenn man dann eine Stunde nicht raucht. Dementsprechend würde ich da meine Kinder auf jeden Fall nicht länger lassen als nötig. Und dann dürften die dementsprechend entweder nicht babysitten oder dann halt bei mir in der Wohnung oder im Haus, weiß ja nicht, was bis dahin, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, beziehungsweise wenn ich meine Partnerin habe, die Kinder kriegen sollte, was bis dahin passiert. Aber die dürfte quasi gar nicht babysitten, außer halt bei mir. Und dementsprechend, ja, wir würden zu Besuch kommen, aber alleine die Tochter oder den Sohn dann zu haben, fast nie. Dementsprechend bist du das Arschloch, weil sie es erwartet. Die Schwiegertochter ist die Mutter. Sie entscheidet, wer das Kind babysittet und wer nicht. Meine Eltern werden zum Beispiel nie Babysitter für meine Kinder in ihren Räumlichkeiten sein. Einfach weil sie starke Raucher sind, beziehungsweise die Frau meines Dads starke Raucherin ist.
da will ich mein Kind nie länger als nötig lassen. Das hört sich so an, als hätte ich schon ein Kind, ne? Habe ich natürlich nicht, alles gut. Von daher, ja, die Schwiegertochter fühlt sich unwohl damit, aus welchem Grund auch immer. Also sollte man das respektieren. Ist nicht das Kind deiner Mom, sondern das Kind von ihr. Damit kann sie in erster Linie bestimmen, was sie akzeptiert und was nicht. So, was haben die anderen so geschrieben? BDA, also eigentlich alle sind Arschlöcher, außer die Mutter des Enkelkindes. Daumen hoch. Bist das Arschloch, aber sowas von, das ist ein Enkelkind und nicht das Kind deiner Mutter. Ja, sehe ich auch so. Bist das Arschloch, die Schwiegermutter mischt sich viel zu viel ein. Ja, genau das. Also da ist das nochmal kritischer. Meine Eltern würden sich, glaube ich, gar nicht so viel einmischen. Und die würden das auch verstehen, wenn ich sage, also sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, mein Vater würde es verstehen und meine Mutter auch. Die Frau meines Vaters würde, glaube ich, einen riesen Terz machen. Aber so ist es dann halt. Ja, soll sie machen, interessiert mich nicht. So, ein letztes für heute. Bin ich das Arschloch, weil ich einem Arbeitskollegen nicht mehr helfen möchte? Kommt drauf an, wobei. Hallo, kurz, Arbeitskollege hat Finanzen nicht im Griff, braucht jeden Monat Hilfe, also Geld. Anfangs habe ich geholfen, mittlerweile nicht mehr, weil es keine Besserung gibt und vor allem, weil er Schulden nicht zurückzahlt. Also ich habe meine Arbeitskollegen, zumindest die meisten, echt super gerne. Andere trotzdem noch gerne, ne? Nicht super gerne, aber gerne. Also ich habe mit keinem jetzt irgendwie Stress oder so. Aber ich glaube, wirklich größere Summen Geld würde ich keinem leihen. Also weder Arbeitskollegen, noch Family, noch irgendwem. Also auch wenn meine Schwester mal ankommt, kriegt die vielleicht, würde sie, keine Ahnung, 300 Euro wollen, würde ich meiner Schwester noch leihen. Einfach, weil ich es bei der nächsten Miete abziehen könnte. Ne? Und es mir dann im Prinzip egal wäre. Sie muss die Miete zahlen, nicht ich. Aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendwer kommt, wo ich weiß, ich krieg das Geld nicht zurück, hier ne, Schulden nicht zurückzahlt, Pech halt. Lang, Kollege arbeitet seit circa 2 Jahren bei uns, unser Lohn kommt immer zum Monatsende, immer zur Monatsmitte ist er pleite, fragt überall nach Geld und Zigaretten. Ich habe auch mal so eine Schieflage gehabt und weiß, man kommt da ohne weiteres nicht raus. Naja, man muss halt einen Plan aufstellen und so. Man muss ein paar Monate richtig sparsam leben und damit, dass wieder alles funktioniert. Habe ihn auch oft in der Hinsicht beraten und er nimmt es an, beziehungsweise versteht es. Geht dann aber nach der Arbeit zum Kiosk und holt sich eine Cola für 3 Euro. Obwohl er ein Stück weiter ein Discounter ist, wo es nicht mal halb so viel kostet. Er könnte einfach auch mal eine Weile auf Cola verzichten und Wasser trinken. Ja, das ist schwierig, Wasser trinken, aber wenn die Cola doch beim Discounter, der kostet ein Sixpack, keine Ahnung. Selbst wenn es Original-Cola ist, vielleicht 8 Euro oder so und 1,5 Liter Flaschen am Kiosk, dann gerne mal eine Cola in einer 1 Liter Flasche für 3 Euro. Ja, da sieht man, wo der begraben ist, ne? Das Dreifache quasi. So oder so, es funktioniert einfach nicht und er ist konsequent jeden Monat pleite. Letzte Woche kam er wieder, habe ihm 10 Euro geliehen, heute kam er wieder und wollte wieder was. Da habe ich ihm gesagt, dass ich nichts habe, aber gerne meine 10 Euro wieder hätte. Das hat ihn genervt und er ging wortlos weg. Ich habe entschieden, dass ich ihm nicht mehr helfe, weder finanziell noch mit Rat. Sehe ich das zu eng? NDA. Du hast getan, was du tun wolltest. Und jetzt muss er halt wen anders fragen oder endlich lernen, mit seinem Geld umzugehen. Also ein Zehner oder so würde ich auch, glaube ich, all meinen Arbeitskollegen leihen. Ne, das ist für mich einfach so, also macht man ja auch, zum Beispiel, wenn wir Pizza bestellen, dann, ne, wenn jemand jetzt heute das Geld nicht gibt, meine Güte, dann gibt es halt nächste Woche oder so. Ist doch kein Problem. Aber ich habe auch noch nie von einem Arbeitskollegen das Geld nicht zurückbekommen.
und musste auch noch nie groß hinterherrennen. Dann war das mal eine Woche, dass man dann irgendwann sagt, hey, erinnerst dich noch, letzte Woche Pizza bestellt, du hast mir den Fünfer noch nicht gegeben oder was. Ja, dann macht man das halt, ne? Aber ich hatte noch nie die Situation, dass ich wirklich irgendwie 2, 3, 4 Wochen hinter meinem Geld hinterherrennen musste bei Arbeitskollegen. Ich habe auch noch nie jemandem wirklich Geld geliehen, in Anführungsstrichen, ne? Halt die Pizzasituation. Einer bestellt Pizza, bezahlt, die anderen überweisen dann per PayPal Überweisungen, geben das Geld in bar, wie auch immer. Einer hat an dem Tag kein Geld dabei, kein Geld auf dem Konto, keine Ahnung was. Und dann macht man das halt beim nächsten Mal. Wo ist denn das Problem, ne? Ist bei uns schon öfter vorgekommen auf der Arbeit. Da bestellt auch immer wer anders. Also nicht so, dass einer immer zwingend bestellt und der dann die Schulden sich anhäufen oder so, ne? Aber ja, so ist das halt bei uns. Und dementsprechend gibt's da dann das Geld einfach nächste Woche zurück. Aber großes Geld, also keine Ahnung. Ich glaube, Arbeitskollegen würde ich nicht über 100 Euro leihen. Kommt auch, glaube ich, drauf an, bei wem. Eine Arbeitskollegin zum Beispiel, mit der arbeite ich jetzt schon immer zusammen, seit ich da arbeite. Also insgesamt mit Unterbrechung, ne? Aber auch da hatten wir Kontakt. Irgendwie über 5 Jahre. Dementsprechend wäre das da, glaube ich, nochmal was anderes. Aber ja, es gibt gewisse Summen, wo ich sage, frag doch den Chef. Der kann da was machen. Ne? Arbeitgeberkredit ist immer möglich in irgendeiner Form. Und ich glaube auch, mein Chef wird das machen, Arbeitgeberkredite austeilen. Ich brauchte jetzt noch keinen, von daher kam die Situation noch nie vor. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob die anderen Arbeitskollegen im privaten Gespräch mal was gemacht haben oder so. Keine Ahnung, ne? Aber dementsprechend, ja. Glaube ich, mein Chef wird da aushelfen. Auch, dass man mal, keine Ahnung, wenn jemand Schulden hat, dass man sagt, hey, hier hast du, keine Ahnung, Arbeitgeberkredit 10.000 Euro. Ich hole dich damit aus den Schulden raus. Wenn es natürlich mehr als 10.000 Euro ist, wird, glaube ich, kritisch. Einfach was das Gehalt auch angeht, man muss das da irgendwie auch zurückzahlen. Und bei uns verdient keiner irgendwie 10.000 Euro im Monat, dass man da das große Geld mitnehmen kann. Ne? Wir verdienen alle nicht komplett schlecht, aber halt auch nicht so, dass man da jetzt auf einmal reich ist danach. Dementsprechend muss man da gucken, wie es aussieht, wie viel man als Arbeitgeber natürlich dem dann auch geben kann, ne? Um ihn aus der Scheiße rauszuholen. Ich denke, zumindest mit Rat und Tat würden sowohl Arbeitskollegen als auch mein Chef immer zur Seite stehen. Aber halt ja, es gibt halt Grenzen, ne? Und bei Arbeitskollegen sind die ein bisschen niedriger natürlich als beim Chef, weil Arbeitgeberkredit möglich ist und sowas, aber Grenzen gibt es trotzdem. Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.